Es kommt auch nicht oft vor, dass mir bei einer Frau so schnell das Herz rausspringt. Mir auch nicht. Ganz, es geht doch. Sag mal, bist du bescheuert? Arschloch! Sei es in Ordnung. Ja, alles für gut. Nein! Geschieh! Nein! Das ist so komisch jetzt. Was ist denn da draußen los? Ich hab ihn. Ganz ruhig. Warte mal! Wie hörst du? Das ist... Ja klar doch. Polizei. Sie haben uns gefunden. Aber Jürgen! Was ist mit Jürgen? Jürgen, du lebst. Ich dachte, sie... Ganz ruhig. So leicht ist Jürgen Jungmann nicht umzubringen. Kommen Sie schon, kommen wir mal. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir können nach Hause. Das eben, der Foxy. Das ist so ein Reflex, wenn ich das Arschloch sehe. Da steckt meine Hand irgendwie aus. Das ist ja wahnsinnig komisch. Mal abgesehen davon, dass ich solche Aktionen sowieso daneben finde. Warum knallst du ihm eine, obwohl dir Paula angeblich egal ist? Mann, der Typ, der macht sich halt an jede Frau ran, die ich... An die du was? Na, die ich halt treffe. Das macht mich krank. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig, bloß weil ich mit ihm geredet habe. Paula und ich. Mann, das mit Paula ist Geschichte, okay? Das ist mir jetzt egal geworden, nachdem noch was die mir angetan hat. Was denn? Sag's mir doch, Charlie. Weißt du, Paula hat immer gesagt, Charlie, Vertrauen ist wichtig. Wir müssen immer ehrlich zueinander sein. Das kann ich mir stundenlang anhören, weißt du? Was macht sie? Pennt mit dem Manuel. Und als die ganze Scheiße war mit Knast und mit Doppelgänger und Polizei, wer geht auf Tauschstation? Paula natürlich. Das muss ganz schön wehtun, hm? Ja, leicht habe ich das nicht weggesteckt. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich glaube schon ziemlich früh, oder? Ich bin müde. Lass uns nach Hause gehen, ja? Okay. Wo bleiben Sie denn? Köln-Weimar. Das ist eine ziemliche Strecke. Also diese ganze Geschichte mit der Entführung, die ist doch vollkommen konfus, oder? Genau. Bis da die Polizei durchblickt, das dauert schon ein paar Stunden. Was ich auch überhaupt nicht kapiere, wie hat die Polizei eigentlich diese Hütte gefunden? Es war Glück in Unglück. Jürgens Handy lag zwar im Wald herum, aber es war ab. Ach, und das kann man dann danach orten, oder? Ja, es scheint so. Was ist eigentlich mit Herrn Detmer los? Wollt ihr nicht auch kommen? Ja, eigentlich ja. Da ist bestimmt was dazwischen gekommen. Ja, hallo, jemand zu Hause? Oh, Mama. Yes. Endlich.
Schokolade. Jürgen bezahlt noch das Taxi. Ach, gib her. So, komm, setz dich. Ja. Hi, Tobi. Hallo. Jetzt ist erst mal was. Möchtest du einen Kaffee? Ja. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Ja, so ein Aufständling einer kleinen Führung. Aber hey, hat sich doch voll gelohnt. Auf jeden Fall. Oh. 100 Jahre Hausarrest. Was soll's, ich hab's verdient. Ah, du dummes Ding. Komm mal her. Oh, Mama, es tut mir so leid. Das ist alles mein... Psst, kein Wort mehr. Hauptsache, ich hab dich wieder. Ah, oh, du Süße. Wow. Das sieht ja wahnsinnig kreativ aus. Von wegen. Wie sagt man so schön? Mir fehlen die Worte. Ja? Liebe Tinka, ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll. Liebe Tinka, alle Männer sind Schweine. Wahnsinn. Bist du allein drauf gekommen? Tut mir leid, aber darüber kann ich gerade echt nicht lachen. Sorry. Aber wenn ich dir helfen soll, dann musst du ein bisschen deutlicher werden. Was damit? Liebe Tinka, Olli ist ein Schwein, weil er dich schamlos betrügt. Das ist jetzt ein Witz, oder? Schön wär's. Am Telefon hat sie mir noch gesagt, wie sehr sie ihm vertraut. Und jetzt das. Was das? Ja, komm, Maike, spuck's aus. Ja, gestern Abend in der Galerie. Was sehe ich da? Olli Ebert, wie er irgend so ein Mäuschen abknutscht. Komm, das Bild ist wieder bloß ein. Ihr Typen haltet wohl immer zusammen. Zum Kotzen. Maike, krieg dich wieder ein. Ich glaub's dir ja. Aber vielleicht ist das alles bloß ein dummer Zufall, ein Ausrutscher. Ja, vielleicht hat sie ihn ja auch verführt. Armer Olli, konnte sich einfach nicht wehren. Hm? Okay. Bist du dir absolut sicher, dass Olli Tinka betrügt? Dass er sie hintergeht, mit voller Absicht? Wenn ja, dann ruf sie an, gleich. Wenn nein? Na schön. Ich hake noch mal nach. Vielleicht habe ich mich ja wirklich getäuscht. Du, Robby, ich muss jetzt, ja? Mach's gut. Und immer cool bleiben. Hm? Ciao. Na, wie geht's denn MC Robby? Im Gangster aus dem Marienhof. Dem geht's gut. Der düst mit seinem neuen Skateboard durch die Gegend. Oje, und zerlegt dabei reihenweise die ganze Stadtviertel, so wie ich deinen süßen Bruder kenne. Sag mal, hast du eigentlich mit Charlie geredet? Wegen der Schlägerei gestern? Bis heute Morgen um 3. Oje. Seelenstrip um Mitternacht also. Hm. Quatsch. Wir haben einfach nur geredet. Und der hat ja auch eingesehen, dass er Mist gebaut hat. Aber? Naja, die Sache mit Paula, die belastet ihn halt. Und da ist er ausgerastet. Mal wieder. Nee, also, er hat mir die ganze Vorgeschichte erzählt. Paula, Emanuel und alles, was so war. Ja, und? Ja, na und? Ich kann ihn jetzt eben besser verstehen. Mensch, Charlie, der ist nicht so, wie er denkt. Der hat auch weiche Seiten. Charlie ist unheimlich sensibel, zärtlich, romantisch, liebevoll. Wie geht's eigentlich, Mascha? Hab sie heute Morgen in der Reha besucht. Die freut sich wie wild auf ihren Trip nach Kanada und kommt langsam wieder auf die Beine. Mhm. Während ich nachts kaum noch schlafen kann. Wieso das denn? Weiß auch nicht. Ich wache schweißgebadet auf, hab fürchterliche Albträume. Weiß, ich glaube, das kommt jetzt alles erst hoch. Der Tumor und die Geschichte mit Neidhardt und so.
Weißt du, in dem Alter schon Krebs, das habe ich irgendwie noch nie erlebt. Aber jedenfalls nicht von so nah. Willst du nicht rangehen? Ach, ich kann nicht, weißt du, ich habe mir die Hand verstaucht an Emanuels Kinn. Tut mir leid. Ja, Töppers? Bei der Tierhandlung? Nee, tut mir leid, da haben Sie sich verwählt. Ja, gut. Aber nur sag mir mal, seit wann du allergisch gegen Telefone bist? Mein Sklave weigert sich, den Telefonhörer abzunehmen. Unerhört. Na, ich hab gedacht, das kommt vielleicht Dose. So? Nee, aber ich will nicht, dass sie denkt, dass zwischen uns jetzt gleich was ganz Festes ist. So, verstehst du? Verstehe. Nach dem, was du mit Paula erlebt hast, heißt das, ich soll dich verleugnen, falls Dora anruft? Das wäre ganz nett. Kein Problem. Wenn du im Gegenzug alle Notfälle übernimmst. Ja, hör mal, das ist ja wohl Erpressung, oder? Ja, meine Kinder. Kluger Junge. Töpper Sanitärinstallation. 15 verstopfte Klos. Ah, eine Protestaktion. Ja. Heiliges Kanonenrohr. Aber kein Problem, liebe Frau. Ich schicke Ihnen sofort meinen fähigsten Mann. Ne, Schlafmütze. Wie geht's? Mittelprächtig. Keine Albträume? Nanu? Womit habe ich denn das verdient? Kleines Dankeschön. Wenn du nicht gewesen wärst. Ach, lass mal stecken. Wie ein Held fühle ich mich nicht gerade. Obwohl, wenn ich mir so anhöre, was du den anderen so erzählst, dann. Die haben jetzt alle Riesenrespekt vor dir. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zur Gewohnheit wird, hm? Mit deinen Flunkergeschichten. Jürgen. Was denn? Wegen der Hochzeit. Ach, die Hochzeit. Nein, hör mir zu. Bei einer Hochzeit fragt der Pfarrer doch immer, wer etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, der möge jetzt... Jetzt vortreten oder für immer schweigen. Genau. Also wenn es bei eurer Hochzeit jemand wagen würde, etwas dagegen einzuwenden, der wird's mit mir zu tun kriegen. Was denn? Du bist einverstanden? Keine Einwände mehr? Meinen Segen habt ihr. Ganz bestimmt. Und? Wie läuft das neue Geschäft so? Sehr gut. In 2 Tagen ist Eröffnung. Die Leute rennen mir jetzt schon die Bude ein. Gratuliere. Schade nur, dass Tinker nicht hier ist. Ja, klar vermisse ich Tinker auch. Jetzt kann ich mich wenigstens voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Tja, eine Beziehung auf Distanz. Also, das wäre nichts für mich. Ja, für mich eben auch nicht. Lang mache ich das Ganze auch nicht mehr mit. Geschäft hin oder her. Kann ich gut verstehen. Und Gelegenheiten gibt's ja mehr als genug. Und die gibt's, die Gelegenheiten. Die musst du am Schopf packen. Und einfach packen. Tut mir leid, ich muss los. War schön, mit dir zu plaudern. Ja. Ist schon gut. Viel Glück noch. Im Geschäft, meine ich. Tut mir leid, ich habe ein bisschen verquatscht. Kein Problem. Willst du noch was? Kalaschnikow von 4 Handgranaten. Was? Was ist denn los? Vergiss es. Und wie geht's, Tobias? Hat er die Sache einigermaßen verkraftet? Ach, das freut mich. Ja, Lee ist übrigens auf dem Weg zu ihm. Ja, das finde ich auch. Auf Wiederhören. Na, wie geht's? Du wirkst plötzlich so geistesabwesend. Diese ganze Geschichte. Verzeih ich mir nie. Wie kann man nur so dumm sein?
das denn? Mhm. Du? Frau Schuldirektorin? Das ist doch alles nur passiert, weil ich stur diesen dämlichen kleinen Machtkampf mit ihr ausgetragen habe. Ulla, das kann aber jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Wenn ich bloß ein bisschen mehr Verständnis für sie gehabt hätte. Anstatt ständig die strenge Mutter herauszuhängen. Dann wäre sie nicht weggelaufen, dann hätte man sie nicht entführt. Ulla, jetzt mach aber mal einen Punkt. Und dann die Hochzeit, das hat sie doch total überfordert. Kein Wunder, dass sie durchdreht. Und dass sie das Familienstammbuch zerrissen, dass sie dich permanent zur Weißglut getrieben hat, das zählt jetzt alles nicht mehr, oder? Ja, die ist eben manchmal noch ein Kind. Schön. Sehe ich alles ein. Und was ist mit uns? Lieb braucht mich jetzt. Mich und meine Zuneigung. Muss ihr doch helfen, über diese schrecklichen Ereignisse hinwegzukommen. Verstehst du doch? Ich habe keinen Kuchen bestellt. Ja, das ist gratis, du Glückspilz. So halte ich meine Stammkundschaft bei Laune. Danke, das ist super nach so einem beschissenen Tag. Ja, du, wo wir gerade beim Thema sind, du riechst ja entzückend. Das war so, ja? Da war so ein Typ, so ein Monteur, der hatte Ärger mit seinem Boss. Und dann hat er in der ganzen Chefetage die ganzen Klos verstopft. Bumm, ja. Und ich durfte es ausbaden. dieser pikante Geruch. Ich dachte schon, das ist ein sehr spezielles Eau de Toilette. Mhm. Du, Charlie, das geht mir eigentlich nichts an. Aber ich habe heute Morgen zufällig mitgekriegt, wie sich Zoe mit Doro unterhalten hat. Oh, kleiner Lauschangriff. Doro hat's erwischt, Charlie. Auch wenn sie das niemals zugeben würde, aber sie hat sich in dich verliebt. Mann, wieso kommst du denn jetzt schon wieder mit der Leier? Ja, weil... Hör mal, Doro und ich, wir haben echt eine super Zeit. Aber verliebt, das stimmt nicht, das wäre übertrieben. Ich kenne Doro. So glücklich habe ich sie noch nie gesehen. Das ist kein Flirt für sie, Charlie, das ist ernst. Hör zu, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich mit dir darüber zu unterhalten, okay? Ich kenne Doro schon ein bisschen länger als du. Und ich weiß, wie leicht man sie verletzen kann. Und, was willst du mir damit sagen? Versprich mir, dass du sie nicht verletzt. Und vor allem, mach ihr keine falschen Hoffnungen. Okay, wenn es dich glücklich macht, ich verspreche es. Fabi, glaubst du mir, deine Kriegsbefragung steht der Blende? Findest du, echt? Ja. Auf dem Weg hierher haben sich drei Leute nach dir umgedreht. Der große Blonde mit der schwarzen Lederjacke und der. Vier waren's! Oh, wow. Meinst du nicht, ist es ein bisschen zu auffällig? Ach, Quatsch. Wahrscheinlich hast du recht. Morgen wird Jost eingezogen. Und das ist meine letzte Chance, ihn doch noch rumzukriegen. Dann gibt's als Abschluss meiner Lektion noch einen kleinen Trick. Okay? Und zwar, stell dir vor, ich bin Jost. Jetzt gibst du mir einfach einen Kuss auf die Wange, aber mit Gefühl, ja? So, jetzt habe ich Lippenstift auf der Backe, oder? Ja, und? Jetzt nimmst du den Taschentuch und putzt es weg. Und schwuppdiwupp ist die Jost wieder ein Stückchen näher. Ganz schön clever. Ja, ist eine langjährige Erfahrung. Tut mir leid, ich muss los, ich habe einen Termin. Und morgen machen wir alles so wie geplant, ja? Klar. Und Olli, danke für alles. Yep, hello, speak in. Tinka, ich bin's, Maike. Es ist was Furchtbares passiert. Maike? Mein Gott, das ist ja schrecklich an. Tinka, du musst sofort zurückkommen. Es geht um Olli. Olli? Oh Gott, was ist denn los? Er betrügt dich. Tinka, er hat eine andere. Was? Das glaube ich nicht.
Postkarte von Lies Vater. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich es ihr nicht erlaubt habe, ihn kennenzulernen. Vielleicht, weil es klüger war. Ich wollte sie nicht verwirren. Aber das ist doch alles nur eine billige Ausrede. Ola, nicht schon wieder, hm? Diese ständige Selbstzerfleischung, die geht mir ganz gewaltig auf den Keks. Weißt du, diese Trennung von Steve und mir, das war eine ganz spontane Geschichte. Was das für Liebe deutete, das war mir damals eigentlich völlig wurscht. Ja, manchmal entscheidet man eben aus dem Bauch raus. Und nachher tut es einem leid. Geht uns allen so. C'est la vie. Ja, wenn man alleine ist, geht's ja. Aber sobald Kinder da sind, in Zukunft werde ich auf jeden Fall zweimal überlegen, bevor ich solche kopflosen Entscheidungen treffe. Moment mal, kopflose Entscheidungen. Spielen wir da vielleicht auf unserer Hochzeit an? Ja. Das heißt auf gut Deutsch, die Hochzeit wird zurückgestellt. Bei mir ist es besser so. Er ist total in dich verknallt. Sagst du das jetzt nur so, oder? Nee, Doro, er fällt völlig auf dich ab. Du kannst mir vertrauen, ich habe schließlich gestern mit ihm geredet. Und, was hat er gesagt? Dass er Sehnsucht nach dir hat. Hat er gesagt, er liebt mich? Hat er das so gesagt? Nicht direkt. Aber er ist hin und weg von dir. Wow, dann liebt er mich ja doch. Wieso passiert mir sowas nie? Ach, du wirst deinen Prinz schon noch finden. Bis dahin muss ich aber hoffentlich nicht allzu viele Frösche küssen. Was meinst du? Soll ich ihm gleich um den Hals fallen oder soll ich warten, bis er vor mir auf die Knie geht? Eine Liebeserklärung auf Knien, wie romantisch. Aber er hat Stil. Er sieht, du hast nichts zu trinken und schwupps, rennt er zur Theke. Sagt er Libre und macht mir keinen Ärger, Senior. Wenn Emanuel nicht kommt, kein Problem. Mit niemandem, ist das klar, Cowboy? Hi, ich bin Charlie und das sind zwei Cuba Libre. Junge, du kommst aber schnell zur Sache. Finde ich klasse. Ja, ich finde es auch gut, es ist ein gutes Lied. Nee, ich meine dich. Endlich mal ein Kerl, der weiß, was er will. Darauf kannst du dich verlassen. Das tut weh. Charlie zeigt Doro die kalte Schulter und flirtet demonstrativ mit einer anderen. Ist ihre Beziehung damit schon zu Ende? Im nächsten Marienhof. Der neue Hit aus Marienhof. Memories from the Boys.